Und damit herzlich willkommen zu der zweiten Episode. Alles. Dann los. Und das Erste, was wir hier mal machen, ist uns hier mal umsehen. Wir werden gestern hier mal lang gehen. Und da haben wir aber leider eine unsichtbare Wand. Naja, ist wie es ist. So, oder da. Schauen wir uns mal den Markt an. Er ist da gemütlich am Schnitzen. Wirklich, wirklich frische Ziegenmilch? Alkohol, alles klar. Und er. Hallo Schweinchen. Gebratenes Hüpfenhütchen. Kommt und probiert. Oh, das sieht aber wirklich lecker aus. Da würde ich jetzt auch gern probieren. Da kann man was machen. Oh, das riecht so gut. Hey, na komm. Probier ein Stückchen. Nur zu. Oh, lecker. Schmeckt's? Ja, aber das ist kein Schweinchen, oder? Na los, schauen wir uns weiter um. Ja. Aber bei den ganzen Lebensmitteln, die müssen doch gekühlt werden. Oder verbraucht es recht schnell? Wird ja schlecht hier. Okay, hier gibt's Werkzeug. Oh, hallo. Amicia, oh. Warum sind die Mauern rot? Ich habe gehört, dass die Erde hier manchmal rot ist. Sie nennen diese Farbe Ocker. Sieht so schön aus. Okay. Das war gut. Jetzt habe ich Hunger. Gehen wir lieber, bevor du mehr willst. Ja, ich will was davon haben. Hergehört! Graf Victor von Arles heißt alle zum Jahrmarkt von Saint-Jean willkommen. Genießt auf dem Markt Waren aus der Region und von weit her. Macht Schnäppchen auf der Fischauktion und spielt kostenlos eine Runde unseres Wurfspiels. Morgen findet der lang ersehnte Rindermarkt statt. Kommt alle zur Auktion. Graf Victor von Arles wünscht euch allen einen schönen Saint-Jean-Markt. Ja, danke schön. Und das Spiel will ich auch spielen, wenn es geht. Oh, und jetzt ganz viel Fisch. Das sollte ich mir ansehen. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Was denn? Der Jahrmarkt ist noch größer als letztes Jahr. Ja, okay. Ja gut, ich habe letztes Jahr nicht gesehen. Ich mache ein Kleid. Ein günstiges. Ganz doch schön viel Fisch. Fisch. Wir können mit Mutter herkommen, um das Abendessen zu besorgen. Oh ja, kaufen wir ganz viel. Die Fischauktion beginnt bald. Nimmst du nicht teil? Nein, ich bin wegen der Viehausstellung morgen hier. Okay. Bin mal gespannt, ob wir das anders sehen werden. Was sehen wir hier? Alter, ist das schön. Wow, und so viel Liebe ins Detail rein hier. Was machst du hier? Der ist vermutlich verwirrt. Gehen wir mal wieder. Ich würde mal jetzt so gern auf dem Mittelaltermarkt sein. Irgendwie so eine Art Kolosseum da hinten. Gibt's hier Schönes? Das ist nur vorsorglich geschlossen. Wegen der Schweine aus der Arena, weißt du? Oh ja, ich habe gehört, alle Tiere aus der Arena seien weg. Alle todkrank. Der Gestank dort ist unerträglich. Oh. Also, da werden wir dann keines Übel haben. Für uns auch was zum Futtern? Nö. Okay. Dann gehen wir weiter. Wo ist dieses Würfelspiel? Okay, da können wir nicht durch. Wahnsinn. Einfach geil. Hast du gesehen? Was? Die Leute hier. Sie sind glücklich. Ah. Noch. Ja, stimmt. Sieh nur, da oben. Das Haus mit der Wetterfahne. Das ist unser Haus. Oh, genau über dem Markt. Ja, der Ausblick wird fantastisch. Okay, hier ist ganz schön was los. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein. Bürsten und Kämme aus Florenz. Probiert sie aus. Mademoiselle, wie wäre es mit einer neuen Frisur? Danke, aber ich mag meine Haare so. Oh, wunderbar. Das Haar einer Frau ist ihre natürliche Krone. Schön gesagt. Schön gesagt. Dein ja. Haar so. Danke vielmals, mein Herr. Ist der stark? Zwei Münzen, dass er gewinnt. Feinster Zisterzienser Wein. Süß. Nochmal. Los. Sicher. Oh, da kann man auch wieder was machen. Oh, dieser Wein. Ein Geschenk für euren Vater vielleicht? Er ist tot, aber er liebte diesen Wein. Dann war er sicher ein guter Mann.
Das war er. Danke. Hey. Fälle aus dem Osten. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel getrunken. Das sind ja richtig hübsche Möbelstücke hier. So einen Schrank hatte ich auch. Ich habe mich oft drin versteckt. War ja klar. Sieh mal, die Farben. Stell dir vor, was für Kleidung man damit machen kann. Sieh mal, Blumen. Würzkräuter, Salben. Nicht nur. Ah, das war ja klar, dass er da wieder hingeht. Oh, er und seine Blumen. Primeln. Na, du kennst dein Herbarium gut. Nur Blumen hat Mama mir beigebracht. Die waren in einem Buch drin. Wollt ihr also Blumen kaufen? Danke, aber wir pflücken sie lieber selbst. Das ist eher unser Ding. Ich verstehe. Oh. Viel Spaß. Ja, komm. Sehen wir uns den Rest an. Klar. Ich bin mal gespannt, ob das mit den Blumen wieder so ein Ding wird, was man sammeln kann. Holy shit, ist das ein Riesenfisch. Krass. Auf 4 Kisten gibt es eine 5. gratis dazu. Ja, Kisten, was machst du denn mit 4 Kisten Fisch? So frisch, sie zappelt sogar noch. Wenn ich dir schon ein oder zweimal kriegen und gut ist. Direkt vom Boot. Oh, Thunfisch. Was will ich jetzt für ein Thunfisch-Sandwich tun? Der Graf von Aal lädt alle Gäste ein. Ein Spiel. Okay. Wie wär's, Mademoiselle? Ihr seht aus wie eine Gewinnerin. Ist sie auch. Ja, wie starte ich das? Achso, mit E. Okay. Also gut. Wie geht das Spiel? Ihr habt 4 Würfel, um so viele Würfel wie möglich umzuwerfen. Verstanden? Klar doch. Okay, bereit? Wie früher auf dem Rummel, Amicia. Kinderspiel. Ja dann, schauen wir mal. Los! Dürfte nicht so schwer sein. Haha, ja! Nice. Da hinten noch, komm, komm. Du bist toll! Sehr das gut. War knapp. Nehmen wir nochmal 2. Und die da oben hätte ich ja auch gern. Nicht aufgeben. Sehr gut. Und dann nehmen wir mal die hier noch. Gut getroffen. Natürlich. Ach, einmal was noch. Was dachtest du denn? Heute war noch niemand besser. Und das ganz echt ohne nicht? Schleuder. Wir müssen langsam los. Danke. Wiedersehen. Oh, nicht mal Preis. Oh, ich will da ein Stück davon haben. Lauten. Oh, cool. Feuerspucker. Die Sache. Und hier gibt's wieder Wurst. Oh, warte mal, da kann man was machen. Die sind wunderschön. Danke. Ich stelle sie selbst her. Kannst du spielen? Nein, ich hatte nie die Zeit, es zu lernen. Aber sie ist ziemlich gut. Ich könnte spielen. Eines Tages werde ich es lernen. Na, schade. Es wäre jetzt noch ein nettes Event gewesen, wenn sie jetzt so gespielt hätte. Schmiede. Gehen wir natürlich auch mal hin. Genau, wie Moin. Die zu Hause. Die hier ist größer und heißer. Ihr seht hier die beste Schmiede, weit und breit. Er muss ziemlich schwitzen. Ha, auf jeden Fall. Geiles Kommentar. Okay, was haben wir hier noch? Er macht hier einen Schildzauber. Ja, Obst. Brot. Glaube ich. Teppiche, Teppiche und Kühe. Findet der Viehmarkt noch statt? Wir sollten bereits dort sein. Ich habe gehört, einige Tiere dort seien krank. Oh, dann warten wir lieber. Ich habe so die Vermutung, dass hier in der Nacht abgeht. Weil wir jetzt da sind. Und wenn wir irgendwo sind, dann gibt es immer Chaos. Die Segen sind riesig. Sehen wir sind das Segen für Riesen? Riesen? Nein, du bist nur etwas klein. Bin ich nicht. Das ist gut. Oh je. Hör auf zu lachen. Entschuldige, du hast recht. Das sind Riesensegen. Ha! Seht ihr? Gut. Klein, aber ziemlich frech. Okay, was haben wir hier? Oh, schöner kleiner Brunnen. Es ist einfach echt schön. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber... Wirklich schön. Ah, und die darf mal. Der Jahrmarkt nicht weiterzugehen. Da haben wir jetzt, glaube ich, auch nichts übersehen. Frischer Spinat aus der Umgebung! Igitt! Wie kann was? Man das bloß essen?
Hey, Spinat ist gut. Meine Zähne fühlen sich danach komisch an. Was? Stimmt. Die Spinat, die ich mir so eine super Beilage. Gott, so Rahmspinat. Oh. Lecker, lecker, lecker. Gehen wir zu unserem Haus. Es sollte gleich da oben sein. Oh. Wollen wir uns mein Zimmer teilen? Willst du nicht dein eigenes? Ich weiß nicht. Dann könnten wir uns gegenseitig in unsere Zimmer einladen. Ja. Ich mag es hier. Ich auch. Da was machen? Nee, oder? Und da hinten geht's nicht wir weiter. Wir sehen uns nach meiner Wache, ja? Sicher. Du bist doch ständig im Dienst. Ich weiß. So ist das nun mal, seit der Graf dem Hauptmann mehr Macht überlassen hat. Okay, also ihr habt ein Date. Viel Spaß. Und Live-Musik. Oh, sind sogar am Tanzen hier. Da spielt jemand Musik. Oh, ich kann nicht sehen. Hey, weißt du was? Ich trage dich auf meinen Schultern, ja? Oh ja, bitte. Hoch mit dir. Na, alles klar da oben? Ja, ich kann alles sehen. Oh, jetzt kann ich mich aber gar nicht mehr bewegen. Klasse! Oh, wie er sich freut. Müssen wir jetzt abwarten, bis das komplett fertig ist? Und das Alkohol. Das ist komisch. Ja, klingt aber toll. Ist jetzt nicht komisch. Ja, da sollten wir echt mal hin. Ja, Mutter wartet sich ja schon auf uns. Ich würde jetzt kann ich wieder gehen. Bleiben. Wir kommen wieder. Ja, und wir wollten ja dann noch einkaufen gehen. Die Leute hier, sie scheinen nichts über die bösen Dinge zu wissen. Böse Dinge? Alles, was da draußen passiert. Sie wissen davon. Aber sie fühlen sich hier sicher. Das wirst du auch. Naja, ist noch sicher. Jetzt. Wie gesagt, wir sind hier und dann gibt's Katastrophe. Hör zu, ich lass dich wieder runter. Wir sollten uns ein wenig beeilen. Ja! Nein, ich will mir noch gucken hier. Müssen wir jetzt genießen, solange es hier noch friedlich ist? Wie groß es wohl ist. Ich hoffe nur, es gibt echte Betten. Hoffentlich sehe ich den Markt vom Zimmer aus. Du bekommst das Königszimmer. Natürlich! Boah, Wahnsinn. Der Tag war ganz schön lang. Der Ausblick. Oh, krass. Okay, da muss ich mich jetzt mal hinstellen. Hey, ihr seid zurück. Und wie war's? Es gab einfach alles. Okay, da muss ich jetzt ein Foto machen. Das ist ja Wahnsinn. Aufnehmen wir mal mit Enter. UI tun wir mal ausblenden. Ist wieder so komisch unscharf. Kriege ich wieder die UI? Schärfentiefe. Mal komplett scharf haben. Ach, mit Steuerung. So, hier ein Foto. Wahnsinn! Krass. Große Stadt hier. Unglaublich, was sie da grafikmäßig hinkriegt haben. Und vor allem, dass wir das hier erleben können. Stimmt. Mit der 4090 mit maximalen Einstellungen. Klar, wir brauchen frische Pflanzen. Sieh mal, ich glaube, wir haben ein neues Zuhause. Ja, Zuhause. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ich mag es hier. Und ich glaube, jemand braucht ein Nickerchen. Ich bin nicht müde. Klar. Das sagen sehen sie alle. Wir uns drinnen um. Schön. Das ist unsere Tür. Ah, sieht ruhig aus. Und hier ist es kühler. Schön. Wollen wir reingehen? Ja, nach dir. Wir sind da, Hugo. Unser neues Zuhause. Sehen wir es uns an.
Ja. Na gut, wir machen es später. Mutter, wo ist Hugos Zimmer? Er ist todmüde. Oben rechts. Das Bett ist gemacht. Danke. Na komm, du Schlafmütze. Du musst mitkommen, Amicia. Wohin? Zur Insel. Du wirst dort auch geheilt. Geheilt? Ja, das wäre wirklich schön. Das wird es. Du grübelst zu viel. Manchmal sollte man lieber seinen Gefühlen vertrauen. Ich versuch's, aber ich kann den Sinn nicht verstehen. Stoffe folgen natürlichen Gesetzen. Die Makula ebenfalls. Vergiss den Sinn, Lukas. Bleib einfach menschlich. Vielleicht bin ich ja nicht besonders gut darin. Das bist du. Deshalb hast du Zweifel. Hugo! Hugo, nicht! Sie werden! Ich habe es für ihn getan. Und ich will euch wieder töten. Ich will euch alle töten. Amicia! Amicia! Hat er einen Albtraum? Die Makula. Der Schock. Sie muss wohl deswegen erwacht sein. Es sind 6 Monate vergangen, seit er die 2. Schwelle überschritten hat. Sein Blutkreislauf ist noch sehr empfindlich. Amicia, suche zusammen mit Lukas in der Stadt nach Magister Vaudin. Findet ihn bitte. Er soll kommen, und zwar schnell. Verstanden. Amicia. Ich weiß. Wir passen auf. Und da geht's alles wieder weiter. Nur wegen dieser Bauern. Ich hätte niemals... Oh. Du bist nicht schuld. Wie kannst du dir das sicher sein? Du kannst nicht bestimmen, was in seinem Blut passiert. Die Makula passt sich an und lässt den Träger verschiedene Schwellen überschreiten. Wird Magister Vaudin ihm wirklich helfen? Der Orden erforscht die Makula bereits seit Jahrhunderten. Wenn sie es nicht schaffen, dann wohl niemand. Gott. Oh, jetzt ist er hier frei. Behüte ihn. Warum ist Vaudin noch nicht aufgetaucht? Ich glaube, er ist bloß unaufdringlich. So funktioniert der Orden. Jemand muss ihn doch kennen. Fragen wir nach. Oh. Erzählst du Geschichten? Oh. Gut, er wartet wenigstens auf mich. Da, eine Stadtwache. Ich frage mal. Hallo? Verzeihung, wisst ihr vielleicht, wo wir Magister Vaudin finden können? Ich kenne Monsieur Vaudin, aber kein Magister. Versucht es auf dem Marktplatz. Dort gibt es ein paar Floristen, die ab und zu mit ihm zu tun haben, glaube ich. Vielen Dank. Okay, und warum bist du jetzt am Pranger? Was hast du angestellt? Immerhin etwas. Ach, ich hätte es wissen müssen. Natürlich benutzt er öffentlich nicht seinen Ordenstitel. Wir sind vorhin am Floristen vorbeigekommen. Er ist irgendwo auf diesem Marktplatz. Ja, aber das sind halt schon echt ein paar viel... Vielleicht du? Okay, die sind hier am Beten. Floristen. Der eine da hinten. Also die eine da hinten. Fangen wir sie mal. Guten Tag. Bin wieder da. Hallo. Oh, ihr seid es. Wollt ihr ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Okay, ja, die war da rechts hinten. Hoffentlich hilft er uns. Bestimmt. Das ist ja Pferdescheiße hier. Braune Tunika. Moin. Ja, komm, ich will mit dir reden. Ihre Frau schickt uns. Ach, was will sie denn jetzt? Ich mache hier gerade sauber. Es geht nicht um Sie. Wir suchen Monsieur Vaudin. Den? Er bleibt gern ungestört. Genau wie ich.
Hör zu, mein Bruder ist sehr krank. Wir brauchen ihn dringend. Na gut, na gut. Ich weiß nicht genau wo, aber er lebt dort hinten in der Nähe der Arena. Erzählt ihm nicht, dass ich es euch verraten habe. Keine Sorge. Vielen Dank. Gut, verschwenden wir keine Zeit. Okay, und jetzt können wir auch da runterlaufen. Da, wo die Tiere krank sind und wo es versticken soll. Ganz schön viele Häuser. Wie sollen wir ihn bloß finden? Es liegt Ärger in der Luft. Das spüre ich. Oh ja, du hast so recht. Aber das ist eher so. Der Orden ist nicht arm. Warum sollte ein Magister hier leben? Er versteckt sich? Gut möglich. Amicia, das Symbol an der Wand. Der Orden. Ja, dort muss er sein. Kein Schritt weiter. Der Zutritt ist verboten. Aber warum? Weil der Graf der Provence es so will. Weitergehen, bitte. Ich muss da unbedingt durch. Schon gut, komm. Wir gehen um die Arena herum. Okay, aber hier leben ja noch ein paar Tiere. Wir haben keine Zeit, uns mit Soldaten zu streiten. Sehen wir uns mal um. Stimmt, entschuldige. Da ist eine Tür. Ja. Du siehst immer die Sachen, bevor ich sie sehe. Ah, das hat doch schon wieder Ärgerpotenzial. Also, bereit, das Gesetz zu brechen? Nein. Komm schon. Ja, super. Jetzt gibt's wieder Stress. Machen wir uns wieder Freunde in der Stadt. Ist das... Der Biss, ja. Die Arena wurde abgesperrt. Sie lassen sie hier sterben. Es fängt wieder an. Es fängt nicht an. Es breitet sich aus. Hugo, wir brachten es her. Finden wir Magister Vaudin. Wenn er nicht schon tot ist. Wisst ihr, ich hab's ja gesagt. Diese Menschen wegen uns arm. Geht dann... Sie müssen aus dem Armenviertel sein. Wegen uns geht diese Stadt dann den Bach runter. Und noch mehr. Hat denn niemand ihr Verschwinden bemerkt? Kümmert wohl niemanden. Mag sein. Ja, aber es wäre doch gut, wenn man hier aufräumen würde und sie vergraben wird. Ich meine, das hier, hast du ja nur... noch ein Symbol. Dann gehen wir mal rein. Du hast ja nur Hallo zur Pest mit sowas. Meinst du, die Symbole führen uns zu ihm? Ja. Sieh mal, da oben... Eine Öffnung. Wir ah, da okay, das ist wieder so ein Rätselding. Der könnte helfen. Ich helfe dir. Wenn Vaudin hier ist, hat er ein Problem. Er kennt den Biss. Er meidet wohl die Kranken. Lukas, falls diese Leute alle gebissen wurden, heißt das... Vielleicht nicht. Jemand könnte ihn auch eingeschleppt haben. Oh, jetzt muss ich an Dr. Who denken mit den Statuen. Ach, das war so eine geile Episode. Bitte! Nicht! Stimmt! Psch, was jetzt? Wo ist er? Sprich! Ich kenne ihn nicht! Wirklich! Du Stück! Nicht gut! Er trägt einen Helm! Ich kann nichts tun! Was machen wir? Gehen wir vorbei! Kein Mucks! Okay. Du bist allein und ich habe alle Zeit der Welt. Sag's mir einfach. Dieser Schläger ist kein Soldat. Er trägt eine Uniform. Nicht ein. Nein. Wie viele denn noch? Ich muss unseren Mann finden. Dann könnte ich eine Belohnung beanspruchen. Amicia, er wird uns sehen. Ich locke ihn weg. Bedank dich beim beschissenen Grafen, dass du hier krepiert bist. Mann, was für ein elender Tod. Wo schicke ich dich hin? Am besten hier nach hinten rein, oder? Also wir sagen mal hier werfen. Oh, geht es nicht weiter nach hinten? Ja, verzieh dich nur. Oh scheiße, geht der jetzt da oben? Geht der jetzt da mit raus? Okay, wir gehen. Was sind schon die nächsten? Wach endlich auf und such irgendein Zeichen vom Arzt? Oh. Schnapp sie!
Oh fuck, die haben uns gesehen. Okay, wir sind wieder safe. Ja, toll. Das nehmen wir mal wieder mit. Und der Boss kommt bald zurück. Scheiße. Sie suchen auch nach Futter. Sie denken, er wäre Arzt. Oh, na klasse. Also wenn er hier ist, dann hat er aber nicht viel unternommen, um diese Leute zu heilen. Die sind ja ärmer als wir. Nicht eine Münze. Dann hör auf zu plündern und such den verdammten Alchemisten. Irgendwer findet ihn schon. Vielleicht sind sie ja doch da drüben. Okay, rechts nochmal einen, vorne nochmal einen. Gut, schau du mal weg. Keine Spur von ihm. Er geht da rüber. Wo müssen wir hin? Darauf. Was? Das war und ich hab sie hier. Oh, Scheiße. Hier ist wer? Oh, fuck, 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 fuck. Du kannst nicht entkommen. Ah, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh, shit, 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 shit. Lauf, 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 lauf. Ah, Scheiße. Scheiße. Verdammt. Haltet die Arme hier aus. Nein, 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 fuck, 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 fuck. Okay. Neustart vom Kontrollpunkt. Ich habe jetzt daneben mitgerechnet, dass der von hinten wieder kommen ist. Er geht da rein. Jetzt da rüber gehe. Ist das ein Fehler? Okay, wir gehen jetzt mal hier drunter. Und schauen mal. Dort ist was zum Ablenken. Also voll die coole Technik da mit dem drunter reinlegen. Wo ist der? Geh mir da vorbei. Ah, shit. Kann mich auch da drüben umsehen. Jetzt kommt der von hinten. Er geht. Oh, bitte, bitte, sieh uns nicht. Kann rein gar nichts finden. Fuck. Sie könnten da drüben sein. Na toll. Keine so gute Idee. Jetzt läuft auch er noch hier rein. Bitte. Oh komm Leute, jetzt geht's wieder weg. Weg. Kannst du jetzt bitte auch weggehen? Vielleicht sind sie ja doch da drüben. Oh Mann. Wo sind sie hin? Okay. Lauf, 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 lauf. Letzte Tür. Ah, Scheiße, das mit der Tür funktioniert nicht. Ja, dann kann ich eigentlich gerade wieder durchstarten. Ja. Okay. Noch einmal. Nein, wir sind hier unten drin. Na toll. Und er geht jetzt dann zu uns wieder, oder? Shit. Jetzt warte, bis er weggeht. Zeitverschwendung. Niemand hier. Da doch ablenken. Doch
Warum leuchtet es oben? Also. Nein, 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 nein! Nein! Also hier seid. Ich hab sie! Hier lang! Na, fuck. Nein! Oh, jetzt wollte ich es nicht aus dem Spiel. Ah, das ist doch doof. Aber ich habe gerade gesehen, man kann direkt von vorne da auf die Ebene hoch. Sie sind hier! Lassen Sie mich entkommen! Wir wurden entdeckt! Sie fliehen! Ergreift sie! Komm, 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 komm! Schnell, schnell, schnell! Oh, Gott sei Dank! Okay, wir sind safe. War nicht wie geplant. Oh, what the fuck? Bitte nicht. Da oben. Dort geht es wieder ins Innere. Wir müssen etwas finden, um da hochzukommen. Schnell. Oh, da ist sogar ein Schwein hier. Holy shit. Da ist so ein Ding auf Rädern, aber... Es ist nicht hoch genug. Ich glaube, die haben damit Leichen transportiert. Der Käfig da oben sieht groß genug aus. Oh, er ist voller Leichen. Schleuder. Sieh nicht hin. Wah. Los, schieb. Wieso macht man sowas? Wah. Ein Massaker. Wir brachten es her. Sie starben wegen uns. In Guyenne geht es weiter. Es breitet sich schon aus. Ja, aber sie wurden nicht mal gewarnt. Das hätte auch nichts geändert. Und die ganze Stadt weiß halt überhaupt nicht, was hier abgeht. Schon so viele machen halt immer. Als ob es uns einen Schritt voraus wäre. Ja, aber die wurden nicht gefressen. Sieh mal, ich glaube, die haben die Toten gezählt. Da ist ein Messer. Oh, steckt fest. Komm schon. Das ist unsere allererste Waffe. Naja, gehen wir weiter. Hier entlang. Ja. Bitte. Nicht mit dem Messer töten. Ich habe keine Wahl. Es ist leise und schnell. Das brauchen wir jetzt. Na gut. Musst du wissen. Naja, gut, die Steinschleuder ist also auch nicht gerade viel besser. Noch mehr Leichen hier. Gut, dann gehen wir mal hier raus. Schau mal da drüben. Noch ein Symbol. Gut, aber Lukas, wenn die Leute hier krank wurden, heißt das, dass jemand gebissen wurde. Keine Spur eines Angriffs. Noch nicht. Naja, gehen wir. Ja, und das sieht so ein bisschen nach der Ruhe vor dem Sturm aus. Ich glaube, sobald wir hier nach unten gehen, werden hier Wachen kommen und dann heißt's schleichen und töten vielleicht. Da ist sogar noch ein Toter hier. Das sieht aber nicht so arm aus. Okay, da gibt es jetzt nochmal ein Foto hier. So. So würde ich sagen. Sieht das schick aus. Cool. Ja, liebe Leute. Wir sind an der Zeit. Wir sehen uns dann zur Episode 3. Wenn es dann weitergeht, dann hoffentlich finden wir dann unseren Magister. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und ja, wünsche euch was. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.